Alles neu macht der Mai, so auch bei Schauspielerin Selma Hayek. Die zeigt sich zum 70. Jubiläum der Filmfestspiele in Cannes mit pinken Haaren. Bei der hohen Promidichte müssen sich die Celebrities was einfallen lassen, um sich aus der Masse hervorzuheben. Die Mutter einer 10-jährigen Tochter kommt eben mit einer neuen Haarfarbe. Passend zu den rosa Blumenstickereien auf ihrem Gucci-Kleid. Von der schwarzen Mähne, die normalerweise ihr Markenzeichen ist, ist nichts mehr übrig. Scheinbar gefällt sich die Hollywood-Schönheit so gut, dass sie nahezu im Minutentakt Bilder von sich und ihrem neuen Ich auf ihrem Instagram-Account postet. Allerdings geht Hayek nicht näher auf die Frisur ein. Sie versieht das Posting zwar mit dem Hashtag her, aber mehr schreibt sie nicht. Nur 24 Stunden vorher zeigt sie sich an der Seite ihres Ehemannes François-Henri Pinault mit schwarzen Haaren.